gefangen im Flieger. Und das über mehr als 4 Stunden bei knapp 40 Grad. Für viele Menschen wird hier ein Albtraum wahr. Eingesperrt in einer Metalldose, ohne Klimaanlage. Der Urlaub ist vorbei. Zeit für den Rückflug. Doch was diese Passagiere erleben, ist die Hölle. Es sind unfassbare Szenen. Panikattacken, kollabierende Passagiere, schreiende und sich übergebende Kinder. Die Bordtür bleibt zu. Eine Außentemperatur von 49 Grad und von Minute zu Minute wird es heißer im Flieger. Das Hitzemartyrium findet am Flughafen von Tunis statt, in einer Maschine der unbekannten griechischen Airline Lumiwings. Immer wieder wird die Startzeit verschoben. Aussagen wie keine Lande- oder Starterlaubnis oder dass es zu heiß ist zum Starten. Erst nach 4,5 Stunden hat der Pilot laut Zeugenaussagen ein Einsehen, ließ die Flugzeugtür öffnen. Warum der Pilot die Tür nicht eher öffnet, unklar.